Heute benutzt der größte Teil Gott nur, um etwas von ihm zu erhalten. Man fragt ihm nicht viel nach. Aber wenn man in einer Sorge ist, fängt man plötzlich an zu beten zu ihm. Und wenn da nichts kommt, ist man böse auf Gott. Aber dass er vorher Gott gar nichts nachgefragt hat, wo er alles hält, alles gemacht hat, jedes Blümlein, jeden Grashalm, hast du dafür gedankt? Und wenn du für jeden Grashalm auf Erden ein Dank sagen würdest, wäre noch zu wenig. Aber Gott weiß, wir sind Menschen. Er hat dasselbe Menschenleib angenommen. Seine Gottheit, die da bei Jesus war, hat aber die menschliche Natur angenommen. Und er hat alle gespürt die Schwächen, wo ein Menschenkörper hat. Und er hat alles auf beste Art getan. Und von diesem Tun Jesu können wir die Kraft holen bei ihm. Viele glauben, wenn sie dann fromm sind, so was man heute meint, was das ist, dann müsste alles gut gehen. Nein, vielleicht hat Gott an dir solche Freude, dass er möchte dich noch viel höher im Himmel mal viel nur näher bei sich haben. Und meine Lieben, das geht meistens nur durch Erschwernisse, die man trägt. Jeder, der etwas Schweres hat und es Gott ergeben, Gott gibt, der müsste eigentlich Gott danken, dass er das kann. Heiland sagte, könnte ich mit irgendetwas den Menschen schneller zur Heiligkeit bringen? Ich würde es sofort nehmen, aber das Beste ist Leid, Schmerz. Dass man aufopfert, einfach erträgt. Ich denke manchmal, viele haben vielleicht schweres Elend. Und mit der Zeit schaffen sie es nicht mehr und geben auf. Mit Gott und so. Dann habe ich ein Bild gesehen, das Gott mir gab. Es war ein Tunnel, absolut dunkel drin, geht so. Und der Mensch hat etwas Schweres, er schleppt sich dahin, hin, mag fast nicht mehr und dann sitzt er ab. Dann sagt er, immer noch dunkel, na, wo ich hinschaue, dunkel, dunkel, ich glaube, ich kehre lieber um wieder. Aber das mag er nicht mehr machen. Wäre in Gottvertrauen weitergegangen, hätte gesehen, dass hier die Biegung ist und hier ist fertig. Aber er macht das. Es kommt auch im Leben noch etwas Besonderes an. Auch das lesen wir in der Heiligen Schrift. Das sind die Werke der Barmherzigkeit. Das sind mal die leiblichen Werke. Dem Nächsten, hungrige Speisen, Dürstende zu trinken geben, Nackte bekleiden, ist jetzt nicht gerade, das war in der Zeit, heute läuft man nicht gerade nackt herum, aber, ja wohl schon, auch schon, aber in der Sündhaftigkeit. Aber man zerschließt seine Dinge, wenn ich manchmal schon gesehen, in den großen Kaufläden, außerhalb sind die Containern mit Speisen und so, was man nicht mehr kann. Die gehen da gewisse, heute müssen da suchen, ob sie noch was finden. Fremde aufnehmen, aber das wird heute falsch gemacht, übertrieben mit den Asylanten. Wenn nur wahrhaft Arme kommen. Ja, aber Arme sind demütig. Aber heute kommen sie her
Und sie kommen, werden so betreut, besser als die eigenen Leute. Sie fahren schon mit schönen Autos herum, teuersten Klamotten, was ich bald gesagt, eingeboren, die eigenen Leute nicht leisten könnten. Kranke besuchen, Gefangene besuchen, das könnte man auch geistig verstehen. Tote begraben, dem Werk der Barmherzigkeit. Dann gibt es noch die 7 geistlichen Werke. Unwissende belehren. Da geht es auch, wenn man sieht, dass man den Menschen, die keine Hilfe finden oder aus der Kirche austreten, weil sie sagen, ich bekomme da nichts mehr, sie aufmerksam machen, wo man das noch bekommen könnte, wo sie suchen. Ich weiß, schaut, vielleicht müsst ihr 100-mal jemand sagen, ich wüsste einen Ort, aber ihr habt keinen Erfolg. Dann nicht aufgeben. Vielleicht der 101. kommt vielleicht, eine. Aber vielleicht kommt er dann mit mehreren zusammen. Schneeballsystem, wie man das nennt. Eben, zweifelnde Recht raten, Betrübte trösten, Sünder zurechtweisen. Wer wagt das noch? Aber nicht in der Besserwisserei, sondern helfend. Eine Kritik, eine Korrektur soll ihm nicht ein so ist es, sondern ein Helfen sein. Lästige, geduldige tragen. Das, ich weiß, kostet manchmal sehr viel. Aber weil es Gott Freude macht, dann machen wir es doch, oder? Alles, was Gott Freude macht, ist doch fantastisch, wenn man das darf. Und meistens, wenn er sieht, dass man Freude daran hat, ist er sehr freigebig. Denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen. Wir müssen immer schauen, wenn wir beleidigt, scheinbar beleidigt werden, sind wir beleidigt, weil sie einem sagen, du bist ein blöder Kerl, das stimmt nicht, was du sagst, ist ja einfach dagegen. Wenn dir das wehtut, dass der dass die Wahrheit nicht erkennt, dann ist es ein gutes Weh. Wenn es dir wehtut, weil Gott etwas gegen Gott ist, ist es ein gutes Weh. Wenn aber du beleidigt bist, dann ist es kein gutes Weh. Ich weiß, das muss man üben. Die wahre Liebe ist die, oder die wird dort gelebt, wo man nicht auf eine Gegenleistung spekuliert. Wir haben ja ein Hauptgebot. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wissen das gar nicht mehr. Sie haben vielleicht mal was gehört von 10 Geboten. Aber das Hauptgebot, ich hatte mal in Holland einen Vortrag, da kam ein 90-jähriger Ordenspriester zu mir und sagte, können Sie mir sagen, wie das Hauptgebot heißt? Hauptgebot der Christen. Priester, kennt es nicht. Dann noch ein Ordenspriester. Das
Hauptgebot hieß im Alten Testament und nun im Neuen Testament: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Aus seinem Herzen, aus seiner Seele. Oh nein, das ist falsch. Jesus hat es im Neuen Testament noch wiederholt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, deinem ganzen, mit all deinen Kräften. Das ist das erste Gebot. Aber es gibt ein zweites, das in dem Hauptgebot ebenso wichtig ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du kannst, solltest ja eigentlich gar nicht sagen, den mag ich nicht, weil du weißt, Gott liebt jeden. Wie tut man mal über jemanden böse reden oder denken? Und der Schutzengel von dem weiß das. Wisst ihr, dass das einem Engel schmerzt? Warum kann sich sagen, dem Schutzengel von dem, bitte, hilf ihm doch, diesem von mir aus Trottel, aber hilf ihm. Positiv denken. Denn negativ denken, das wirkt so. Wenn du über jemanden immer nur böse denkst, dann tu dich nicht verwundern, wenn er dann auch böse ist oder wird oder noch böser wird. Versuch mal, Gutes zu denken. Schau mal, mit der Zeit ändert sich der Mensch. Es sei dann, Satan hat schon so viel über ihn Macht. Den Nächsten liebe wie dich selbst. Gott zu lieben, den Nächsten lieben. Wenn es leichter fällt, dem Schutzengel des anderen zu lieben.